Ja. Und herzlich willkommen zum Stream. Ich bin's wieder. Euer Lieblingshörnchen, im besten Fall. Wer weiß das schon so genau? Nein. Ja. Danke. So. Wir machen weiter mit unserer famosen Killer-Challenge. Killer-Challenge. Ich mach mal den hier. So. Und dann den. Und dann sehen wir, dass es hoffentlich funktioniert. Traumhaft. Ja. Es läuft. Das ist doch schön. Oh, ich bin ein bisschen zu tief. Moment. So. Ja, wenn meine Armlehne nicht genau auf Unterkante vom Schreibtisch ist, dann kriege ich irgendwie einen Kollaps. Einen Koller. Vielleicht auch einen Kollaps, aber eigentlich einen Koller. So. Schon mal ganz kurz damit an, Punkte auszugeben, wie wild. Weil wir sind nämlich gleich auf Prestige 1 mit ihr. Und das wollten wir ja. So und so. Traumhaft. Haben wir das auch geschafft. Das ist doch schön. So, wir gehen zurück zu Amanda. Da sind wir ja bisher nicht weitergekommen. Aber wir haben, glaube ich, auch noch nicht so viele Runden mit ihr gespielt. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Dann nehmen wir erstmal 25% mehr Punkte für den Anfang, bis wir eingespielt sind. Eine Challenge, 18 Überlebende festhaken, 9 haben wir schon. Ein Träumchen, die Charms haben wir auch ausgewählt. Let's go. Ich hoffe, ihr... Ja, ihr hört mich. Traumhaft. Rechnet wieder mit den üblichen Soundspurstörungen. Nach 20 Minuten und nach 1 Stunde 40. Ungefähr. Ach du Scheiße. Prestige 100, Prestige 33, Prestige 23. Und Prestige 1. Wie niedlich. Och, Brudi. Okay, wir fangen beschissen an. Das wird großartig. Obwohl wir alle wissen, das reine Prestige-Level muss nichts heißen. Aber trotzdem. Yay. Yay, yay, yay. So, einmal mehr Punkte für die Survivor, einmal mehr Punkte für mich. Triffst du einen gesunden Überlebenden, gewinnt er kurz an Geschwindigkeit. Ja, das ist echt ein Unding. Das kann ich nicht gutheißen. Ah, es juckt. Okay. Besser, hoffentlich. Heute war es wettertechnisch ein sehr schöner Tag. Erst war blauer Himmel und Sonnenschein, dann wurde es warm, dann gab es Gewitter. Besser geht's eigentlich nicht. Ich liebe blauen Himmel, ich liebe Sonnenschein, ich liebe Gewitter. Das war schön. Heiligtum des Zorns. Yamaoka-Anwesen. Oh, das war ein bisschen buggy. Oder laggy, je nachdem wie man es nimmt. Dim.
Wo sind wir denn? Wo ist sie hin? Ich habe keinen blassen Schimmer, to be honest. Das wird eine spaßige Folge, Runde. Ja, allerdings. Hat Ausrufezeichen Drama funktioniert, Mani? Hallo, Velaris! You get on this. Hat geklappt. Echt? Cool, hab ich noch nicht gesehen. Aber umso besser. Oh, hi. You are gefährdet. Nicht mehr lange, leider. Komm schon, wie lange bist du gefährdet eigentlich? Wie oft darfst du nur rüberspringen, du Idiot? Du bist nicht mehr gefährdet. Natürlich hast du den Perk dabei. Ja toll, ist alles jetzt für nichts und wieder nichts. Das ist ja großartig. Supi. Du auch? Na klar. Dieser Perk muss so universell sein, hier hat einfach jeder dabei. Hart im Leben. Ein Traum. Leuchte mich ruhig an. Und dann noch besser, erleuchte mich. Wo hast du das gewusst? Wie hast du das denn gewusst? So, komm mal her. Werde ich mal die da oben treten.
Denkst du? Ja, wir haben 3 Kates, ne? Irgendwann muss ja auch mal gut sein. Hi. Natürlich. Guten Tag. Hallo. Sehr schön. So. Du bekommst die dritte. Und dann schauen wir mal. Vielen Dank. Und wie war bei euch so der Tag, liebe Leutchens? Hi. What? What? Oh mein Gott, ist das unlucky. Ich war gerade mega überfordert, das waren zu viele Personen. Das sind die Schneifiguren, die ich anstarren. Ja, allerdings. Die gucken dir nach. Wenn du dich umdrehst. Ach, ich lieb's. Oh, guck mal, kommst du im Keller? Das ist doch schön. Okay, der wird oben wieder gemacht. Schade. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Die laufen wirklich beide in dieselbe Richtung. Oh Mann, ist das sad, ey. Ich hasse dich. Du könntest meine Ex-Frau sein. Danke. Ich hoffe mal, du bist einfach jetzt nicht tot, wenn ich noch ein zweites Mal aufhänge, weil ansonsten wäre jetzt die Falle ein bisschen unnütz. Der wird etwas harsch. Echt? Ach.
Ach so, der arme Server. Ach so. Ja. Nun. I agree. Uff. Ja doch, ich stimme voll und ganz zu. Du hast recht, der arme Survivor. Das habe ich aus der Perspektive noch nicht betrachtet, den Satz. Nice, Mani. Hi. Schade. Viel Spaß im Lurk. Die nervt, ne? Ja. Mau. Sehr mau. Und ich habe nicht erwartet, noch eine Öden einzukriegen bei den Prestige-Leveln. Ah, go fuck yourself. Ganz ehrlich. Hi. Du wartest für mich. Du bist ja cocky. Kanadikia. Du bist ja cocky. Natürlich. Ja, Manni, viel Spaß im doppelten Lurk. Von mir aus auch. Was ist los? Ja, du machst das toll. Wie ein Leuchtturm. Schlag die nieder. Hat ja eh keinen Sinn. Die können alle drei Schläge aushalten, bevor die runtergehen. Außer die eine. Kannst du mal einen deiner Emojis schicken? Hier im Chat meinst du? Oder? Ja, muss ja. Emotes. Da. Oh, das habe ich ihn zweimal geschickt. Trotzdem 29.000 Punkte, wie auch immer das passiert ist. Schick mal Jumpy. Okay, Moment. Ich habe nicht das gesagt. Stopp! Ich hasse Google, ey. Hör auf damit. Ich habe okay, Moment gesagt. Mashallah. Jumpy. Jumpy, Jumpy. Da ist Jumpy. Jumpy ist halt sehr klein. Aber süß dafür.
Ne? Süßes Jumpy. Ja, gut, das hat ja hervorragend nicht funktioniert. Ich muss beide bei gleich eine kleine Pause machen, um die Wäsche aus der Maschine zu holen. Aufhängen werde ich sie nach dem Stream, aber. Wenn ich die jetzt ein, zwei Stunden der Maschine lasse, dann wird die eklig. Ah, okay. Dreimal kein Prestige, einmal Prestige 1. Das sieht schon aushaltbarer aus. Sagt man das so? Aushaltbarer? Keine Ahnung. Ich nehme auch 100% mehr Punkte. Mal gucken, was passiert. So. Ich habe jetzt einen Stream mit Wasser übrigens als Getränk. Ich habe mir vorgenommen, nichts mehr Süßes zu kaufen. Außer eine Flasche Fritz-Cola pro Woche. Also einen halben Liter. Und nicht mehr jeden Tag hier irgendwie Vita-Cola zu trinken, obwohl ich es sehr mag. Aber es gibt nur noch einen halben Liter süßes Getränk pro Woche. Um ein bisschen an meinem Körper zu arbeiten. Gestern Abend im Fitnessstudio gewesen, heute deswegen krass verschlafen. Ich war so K.O. Ich bin stolz auf dich, dankeschön. Ich war so K.O. gestern, sowohl emotional als auch körperlich nach dem Fitnessstudio und nach dem Tag. Eieiei. Heute ist mir erstmal die Augen aufgemacht, 8.40 Uhr. Fuck. Wenn du um 8 anfangen musst, ist das keine gute Zeit, die Augen aufzumachen zum ersten Mal. Naja. Der Kollege war aber zum Glück nett. Den hat's nicht gestört. Weil nur Klienten an der Tür standen, die für ihn waren. Und ja. Hi. Habe ich dich erschreckt? Ich lese gleich mal hier, sobald der Typ hier auf dem Boden liegt. Ein David. Hä? Why are you running? Ich hätte dich nicht gesehen, ich habe dich auch nur gehört, tatsächlich. Bist du so schnell? Mac, Alter. Snack. Hat er versucht, dich anzurufen? Wer? Wer soll mich anrufen? Hä? Ich habe irgendwas wieder nicht geschnallt, glaube ich. Wie schon so oft. In meinem zarten Leben. Habe versucht, deine Emotes in die Nightbot-Befehle einzubauen, aber das geht nicht, weil der Nightbot keinen Zap hat. Oh. I see.
Hallo. Lauf nicht weg. Ich brauche dich. Der Kollege heute Morgen. Nee, hat nicht versucht, mich anzurufen. Nee, nee. Der war entspannt. Der wird sich gedacht haben, ach, der Jonas. Schätze ich mal. Die kämpft nicht mal. So, 18 von 18. Was ist denn hier los, sag mal? David. Wir beide schon wieder. Diesmal kriege ich dich, aber hoffentlich. Fuck my life. Da ist eine Palette. Ich bin mir so auf den Sack, aber der läuft so scheiße teilweise, dass ich mich eigentlich herausgefordert fühle, den zu kriegen. Oh mein Gott! Das darf echt nicht wahr sein, ne? Ich verschwende so sehr meine Zeit mit dem Typen. Oh mein Gott, das ist befriedigend. So, mein Freund. Das hat viel zu lang gedauert. Viel zu lang. Na, Claudie. Oh mein Gott. Jonas! Wie lange spielst du das Spiel schon? Dass ich mich davon noch austricksen lasse, ne? Von diesen angetäuschten Kurven. Das ist echt unfassbar. So, Freunde, jetzt hat aufgeräumt.
damit das klar ist. Jetzt ist Tacheles. Der ist unberührt. Da hinten läuft eine Mac. Are you kidding me? Ich hab sie doch laufen gesehen. Ja, ich komme ja schon. Bitte entspannen Sie sich. Links von mir war Claudette, die habe ich gesehen, aber jetzt ist sie ja einmal verletzt. Ein Traum. Okay, dann nicht. Wir hatten gesagt, Disconnects zählen nicht, ne? Auch solche Disconnects nicht? Also absichtliche? Können wir das mal kurz im Chat entscheiden? Da stand wer im Schrank? Weil ich würde sagen, solche mit Absicht würde ich schon zählen lassen. Der ist ja offenbar on purpose geliefert. Aber to be honest, sind nicht meine Regeln. Ist nur mein Stream. Willst du mich verarschen, Alter? Das war ein Fehler. Weil du gefährdet wieder rauskommst, mein Freund. Dank Iron Maiden. Ich liebe diesen Perk.
I take Mac. So, haben wir dich auch. Du müsstest dann leider aus dem Leben scheiden, glaube ich. So ist es. Nee, noch nicht. Du lebst noch. Weiter für mir. Super Mac. Super Mac. Mila kann fliegen. Wie die Schwalben über Fujiyama. Oh, Florian de Luna. Dankeschön für dein Sub. Womit habe ich das denn verdient? Amazon Prime, Twitch Prime, is not a crime, würde jetzt jeder Durchschnittsinfluencer auf Twitch sagen. Ich sage das nicht. Hallo Felix. Felix, Felix! Ah, Florian, Felix, hi, na? Der Felix, hoffentlich, vielleicht. Ich denke mal. Ich hab's irgendwie verloren. Und ich weiß nicht ganz, wie. Weird. Naja. Hallo, Felix, Florian, Felix. Ich sehe dich, ich weiß, dass du da bist. Ja, du dich leider... Ich weiß, es macht null Sinn, dich zu verfolgen, vor allem, weil du auf eine scheiß Palette zu rennst. Ich bin weg. Nee, kein Bock auf dich. Ich kämpfe die beiden Ausgänge ab. Oh. Vielen, vielen Dank, lieber Felix, für dein Twitch Prime Abonnement. Freut mich sehr. Das heißt doch Abonnement. Hi. Du warst laut. Ich hab dich gehört. Du warst auch nicht zu überhören, to be honest. Bin nämlich jetzt nicht wirklich Felix. Ach stimmt ja, Flo. Scheiße. Ich hatte schon wieder vergessen, tatsächlich. Oh, I'm sorry. Flo. Ich hab dich sogar unter Flo eingespeichert. Es tut mir leid. Ich, möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen. Für diesen Fauxpas. Das Ding ist offen, bevor ich komme, ne? Ja. Scheiße! Scheiße! Ah, ich hasse alles. Okay. Oh! Das war ein richtig schlechter Survivor und trotzdem war es maximal anstrengend. Also richtig schlecht zu betrieben, aber die waren nicht gut. Aber die haben mich irgendwie gefordert. What the fuck? Ja, okay. Hi Flo. So nämlich.
Oh. Es ist wild. Es ist wild. Acht Goldembleme. Ja. Das ist ja easy peasy, würde ich sagen. So, like I said, ich muss ganz kurz Wäsche aus der Maschine holen. Keine Sorge, ich hänge sie nicht auf. Die Pause ist wirklich sehr kurz. Ich gehe auch nicht eine rauchen und gehe nicht über los. Aber ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Ich hab eilt. Ich hasse den Keller. Huch, hi, na? ja. Dann schätze ich mal gezwungenermaßen noch ein Versuch, weil wir müssen es ja schaffen. Ich habe das Gefühl, sie liegt mir nicht besonders. Die liebe Amanda. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Challenge irgendwie keine gute Idee war. Oh, naja. Schauen wir mal. Wir haben ja schon ein paar geschafft. Ein paar hinter uns gebracht. Amanda ist Killer 7 oder so, glaube ich. Oder noch mehr, ich weiß gar nicht. Me don't know. Enno Hashira, Budi, Drogbond oder so und Doris. Eine Kate, eine Nea und zwei Dwights. Zwei identische Dwights. Fast identisch. Fast identisch. Prost, Haddonfield. Oh Gott. Ja, okay. Das ist auch nicht die Map, wo ich die besten Erfahrungen gemacht habe. Vor allem seit dem Update oder Rework, sagen wir es mal lieber. Aber okay. Ich war Fan der alten Haddonfield Map, die fand ich hübscher. Die neue ist irgendwie gerade mit dem großen Hauptgebäude zu umständlich. Sieht bedeutend schöner aus, klar. Aber trotzdem. Viel zu umständlich. Naja. Oh. Mir ist warm. Und das, obwohl hier mehrere Fenster offen sind in der Bude.
Nicht in meinem Zimmer, weil ansonsten würde ich von den Geräuschen des Straßenverkehrs abgelenkt werden, aber trotzdem sind Fenster offen und mir ist warm. Sehr warm. Din, 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 din. Ist der Polizeifunk aus der Karre? Das habe ich ja nie gehört. Bleib doch stehen, Nia. Ja, lauf nicht weg. Oh, oder du machst natürlich so. Das geht. Okay. Mit Nia können wir auf jeden Fall rechnen. Nia ist auf unserer Seite. Zumindest vom Laufweg her. Hallo, Doggies, Kate Danson. Es ist ein Traum, ein wunderschöner Traum. Ein Äffchen und ein Pferd. Nee, es reimt sich dann nicht. Aber naja. Schrei, wenn du du selbst bist. Schrei, auch wenn es das Letzte ist. Schrei so laut du kannst. Dwight und Kate. Rudi! Lass mich dich nochmal schlagen, dankeschön. Na ja, komm. Mach keine Mätzchen. Okay, ich will es mir nicht versauen, ich will es auch nicht jinxen, aber die Runde fühlt sich bisher ganz gut an. Ja, mach das mal. Da bin ich voll fein mit. Oh, guck mal, kann ich meinen Zaun springen? Das wusste ich gar nicht.
Ja, doch, die Runde fühlt sich gut an. Meine Fresse. Ach, Dwight. Ist nicht dein Ernst jetzt. Die ist auch noch verletzt. Ja, nee, dann nehme ich sie. Nein, nein, nein. Nein, ja. Brav. Okay, erst Gems fertig. Doch schon. Okay, der ist mittlerweile auf 0 runter. Ich bin da. Kate. Dich nehme ich. Entschuldigung. Das war nicht so nett. Warte mal, du bist Kate, du bist Nia. Ich will Kate. Weil Nia hing ja eben schon mal und ich Tanne ja nicht. Auch wenn es Nia wirklich gerade anbietet. So, du auch nochmal. Ich habe ja leider pro Runde nur 4. Ist echt eine Schande, das ist viel zu wenig. Hi, hast du den Gender oben gemacht? Also wir kriegen schon tatkräftige Unterstützung hier. Wie gesagt, ich will es nicht jinxen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das Kapitel irgendwann hinter uns bringen könnten. Katie. Das war dämlich. Okay. Erster Dwight ist tot. Noch einer. Damit wir die Dame hinter uns bringen können. Was ist der Polizeifunk daraus? Abgefahren. Ein bisschen leid tut sie mir ja schon, ne?
Das war nicht so clever. Meine Beine anzuleuchten. Wir sollten es geschafft haben. Wir haben nämlich die anderen Dwight noch nicht einmal aufgehangen. Ich glaube, das war jetzt die letztes Mal. Ja. Sehr schön. Und der andere Dwight kann sich offenbar sehr gut verstecken. Weil, holy fuck. Den habe ich bisher nicht gesehen. Wir haben Amanda geschafft. Das ist doch schön. Finally. Ist hier irgendwo? Zufälligerweise? Chill, chill, chill. Dankeschön, Manni. Oder ich war zu schnell. Das passt schon. Den leider auch nirgends. Okay, dauert mir zu lange. Entkomme, mein Freund. So, jetzt. Jawohl. Wo ist er? Wo ist er und was macht er? Da ist er. Mach weiter, mein Freund. Tschüss. Sehr gut. We made it. Und da haben wir von 8 immerhin schon 4 goldene, wie heißt das nochmal? Embleme. Ich wollte gerade Amulette sagen. Das ist ja völliger Schwachsinn. Mich interessiert sehr, wie viele Punkte der Dwight hat, weil ich habe den überhaupt nichts machen sehen. 14.000. Okay. Thanks. Natürlich. Ich bin noch ein freundlicher Killer. Immer, wenn es die Situation zulässt. Arme näher. Arme näher. Das war wie so ein kleines Babyreh zuzusehen, wie es laufen lernt. Das war schon cute. So, Le Clown. Machen wir erstmal die einfachen Sachen. Nämlich die beiden, die drei Charms. So, und jetzt folgendes. Wir hätten einmal
dieses wunderschöne Outfit, was ich aktuell spiele. Oder aktuell ausgewählt habe. Ich finde die Physik von Bauch so geil. Der wobbt so nach. Kann ich das sehen? Das ist großartig. Oder wir haben den hier. Wenn du als ein Komma weniger Punkte hast, als der, der gestorben ist, hast du aber auch quasi nichts gemacht. Ja, das ist richtig. Deswegen sage ich ja, der war ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, welches Outfit ich von beiden besser finde. Ich glaube das hier. Also das finde ich den Kopf ein bisschen creepiger. Ja, ich würde den nehmen, glaube ich. Pürzel in Forst gewählt. Kann sein, dass er es automatisch macht. Wenn du dir als Killer hast, dass er die Perks jetzt im Preset 1 immer nimmt. Fände ich gut. Weil die sind immer Forst gewählt. Das andere. Echt? Das findest du besser? Warum? Na, mal gucken, welches uns mehr Glück bringt. Ich werde beide ausprobieren. Nehmen wir erst das, was der Chat sich wünscht. Oder in dem Fall Velaris. Scheiße, bin ich müde. Wegen der Blume. Ja, okay, die ist ja so klein. Warum fragst du, wenn du schon entschieden hast? Ja, weiß ich auch nicht. Ist ja gut, ich bin ja schon ruhig. I am quiet. Ich werde keine Fragen mehr stellen. Oder nichts mehr entscheiden, eins von beiden. Aber Rosa. Ja, das ist richtig. Okay, die Rebecca Chambers Runde. Drei Rebeccas und eine Feng Min. Der Clown hat ja zwei verschiedene Fläschchen, die er werfen kann. Ihr werdet mich nur das Fläschchen werfen sehen, was die Überlebenden verlangsamt. Diese Boostflasche werde ich nicht werfen. Ich weiß, in deren Rauchwolke laufe auch ich schneller, aber nein. Nur damit das klar ist. Ich habe gerade voll den Müdigkeitsboost, Alter. Oh. Bitte hör auf, Körper. Ich wollte nicht sofort abbrechen eigentlich oder aufhören hier. Eieiei. Ich bin gerade voll müde geworden. Bodenloot im Hauptgebäude, alles klar. Hui. Willkommen bei Wetten, dass. Okay. Warum? Ich hab wieder irgendwas nicht mitgeschnitten. Ich bin echt zu müde hierfür gerade, glaube ich. Holy moly. Okay, das tut mir sehr leid, das habe ich nicht erwartet. Das war auch bis eben nicht so. Ah, Vorhersage. Ja, bitte. Treffen Sie eine Vorhersage. Frau Maniac. Ich sehe die Vorhersage gar nicht einblendet. Diesmal ich sehe nur die Antwortmöglichkeit, die Luke gegeben hat. Aber die Vorhersage an sich sehe ich nicht. Sehr spannend. Die wurde früher im Chat angezeigt. Ich weiß, es ist der OBS-Chat, ne? Das haben wir schon rausgefunden, dass der ein bisschen abgespeckter ist als der originale Twitch-Chat. Aber trotzdem. Also ich kann leider nicht gerade sagen, was die Vorhersage ist. Weil ich sie nicht sehe. Ich habe nur den OBS-Chat eingeblendet. Das muss ich irgendwie mal ändern. So,
Moin. Oh mein Gott. Okay, Menschen, Killer, die diesen Perk dabei haben. Da könnte ich ausrasten. Also Survivor meine ich natürlich. Lel. Hi. Ich dachte schon, die Runde. Ich habe so ein Gefühl, dass die Runde der absolute Horror wird. Und dass ich die jetzt treffe, damit habe ich nicht gerechnet, to be honest. Aber so von der Art und Weise, wie die Survivor drauf sind, wird die Runde die absolute Hölle. Yep. Ich hasse dich so sehr. Es ist so Krebs. Die Runde ist absoluter Bullshit. Ich glaube an dich, Alter. Ich nicht. Kannst du aber wissen. Agent 7447 Psycho, Alter. Ich bin auch gleich so ein... Oh, guck mal. Ich habe den Körper im Sichtbild. Also meinen eigenen. Das ist ja spannend. Schon mal ein Punkt, der auf jeden Fall gegen dieses Outfit spricht. Ich habe meinen fetten Bauch in der Scheißkamera. Alter. Immerhin ist gleich vorbei, ne? Ja, Rebecca, alles wird gut.
Aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen. Oh mein Gott, Alter. Wo hat gerade warum jemand geschrien? Zwar ein Iron Maiden Schrei, aber warum? Ich beende das, das ist ein absoluter Albtraum. Die Runde ist 10 von 10 schrecklich. Hi! Na Mensch. Das war ein netter Zufall. Ja, so dann wird er wohl keiner sein, oder? Take her to the candy shop. Dip, 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 dip. Wir haben gleich alle Schränke durch, Madame. Schade. Okay. Einer tot, drei entkommen. Das war ein absoluter Clusterfuck. Auf so vielen Ebenen. Eieiei, hoffentlich kein goldenes Emblem. Nein, natürlich nicht. Sehr gut. Rebecca's for the win. Sorry, Faye. Uff, 13.000 Punkte. Mann, du bist lieb. Oh, er schreibt ein Herz. Ich schreibe auch ein Herz zurück. Liebe an die Survivors. Das tat weh. So, ich muss ganz kurz irgendwie versuchen, diese Vorhersage einzusehen und dann aufzulösen. Wir sehen also ganz kurz meinen wunderschönen Todbildschirm. Bro. Warum jetzt schon wieder? Was habe ich Böses gemacht? Achso, lieber an die Survivors wahrscheinlich, ne? Ja, das war auch ein bisschen cringy für mich, to be honest. How to do Vorhersagen nochmal? Ich öffne mal den Stream-Chat. Zum Kanal. Danke, gerne. Da ist ein Schwert. Ich kann es auch machen. Nee, ich will es ja sehen. Achso, Schwert ist nur die Mod-Ansicht. Ist das richtig? Die Mod-Ansicht scheint falsch zu sein. Ich will es rausfinden. Wartet kurz. Ich will mich erinnern können, wie das funktioniert. Manni, wie geht das? Oh. Ja, willkommen im Chat, du mich auch. Manni? Hilf mir,
mich daran zu erinnern, wie das funktioniert. Ja, just show me how to do it. I forgot. Peekaboo. Peekaboo. Geh in die Mod-Ansicht vom Stream und dann hast du unten links so eine kleine Kugel mit einem Sternchen dran, da steht Vorhersagen. Da draufklicken und dann kannst du das Ergebnis wählen. Ich bin in der Mod-Ansicht von meinem Stream. Und dann hast du links ganz viele Icons. Ja. Ach, Vorhersagen. Ich bin so dämlich. Okay. Ja, cool. Dann mache ich jetzt Ergebnis wählen, ne? Genau, um das Ergebnis zu wählen. Hat's geklappt? Vorhersagen abschließen. Meine Fresse. Okay, ja, hat funktioniert. Yeah. Dankeschön. Gerne. Bis später. So nämlich. Ich mach das mal auf Pause. Weil der Rest klappt ja irgendwie trotzdem. Hoffe ich. I guess. Mod-Ansicht spannend. Bin ich viel zu selten drin, to be honest. Viel zu selten drin. Okay, cool. Sowas gibt's. Finde ich gut. So. Tja. Tut mir leid für all die nicht gewonnenen Kanalpunkte. Jetzt zur Belohnung. Sorry, das Outfit mag zwar schön aussehen, aber wenn ich die ganze Zeit in der Kamera, wenn ich nach unten gucke, meinen eigenen Körper sehe, also oder auch irgendein schwarzes Etwas, was mein Bauch, glaube ich, von innen sein soll, oder die Fliege oder so, I don't know, dann... So können wir nicht weitermachen. Also Outfit Nummer 2. So viel Auswahl haben wir ja auch nicht. Boah, die Runde, die hat mich nachhaltig geschädigt, glaube ich. Elodie, Michaela, Rebecca, Claudette. Okay. Na dann. Let's go. Ach ja. Ich kann schon mal sagen, dass es sehr wahrscheinlich am Wochenende auch einen Stream geben wird. Weil ich habe, glaube ich, nichts wirklich vor. Ich wüsste zumindest nicht was. Ich hoffe, dass wir weitermachen können mit The Forest. Also mit Sons of The Forest. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Dass wir hier nicht ausschließlich DBD spielen. Und ja. What the fuck bist du? Springwood. War das ein neues Icon? Der Rattenfänger? Bin ich dumm? Sich gefühlt zum ersten Mal. Nun ja, schauen wir mal. Also möglicherweise bin ich nochmal die nächsten Tage hier. Ja. Über Ostern bin ich nicht zu Hause, sondern bei meinen Eltern. Und die Woche drauf habe ich Urlaub. Werde bestimmt den einen oder anderen Tag auch hier meine Zeit verbringen. Auf Twitch mit euch, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann nicht. Komme ich auch mit klar. Aber nur ganz knapp. Nee, na gut, dann nicht. Meine Mods lieben mich einfach. Ist so.
Ist nicht heute Tag der Mods? Ist das so? Wer sagt das? Woher hast du die Info? Dass heute Tag der Mods ist? Ach, come on. Heute ist Tag der Mods auf Twitch, davon weiß ich nichts. Ist dem so? Warum bekomme ich das angezeigt als Push-Nachricht, aber du nicht? Soll Tat der Mods ist? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was bei euch abgeht. Ich habe das nicht bekommen. Nee, ich will sie. Ey, warum bin ich so ein Versager? Nehme ich halt dich, bitte. Oh Gott, Alter. Es ist so schlimm heute, ne? Das war ein glücklicher Zufall, dass es funktioniert hat. Holy moly. Du bist die Push-Nachricht. Alter. Das war mal ein geiles Twitch-Kompliment. Okay, wir hängen immerhin einen auf diese Runde. Ich glaube, mehr wird's nicht. Heutiges Stream ist hart, ey. Ist echt hart. Das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber irgendwie auch nicht. Ganz ehrlich. Ach, es wäre anders, glaube ich, sogar als eben. Nee, es ist ja kein Tunneln. Nee, hängt zum ersten Mal. Na dann. Ja. Das war auch wieder sehr glücklich.
Ah, die haben sich mehr oder minder gefreegen tatsächlich. Na, wo sind wir abgehauen? Nicht in den Schrank? In den Keller? Nö. Traurig. Oh, vielleicht in den Schrank hier? Nur so zufälligerweise? Traurig. Mein Ernst, Leute, wo seid ihr? Wo? Ach, da. Zum Glück ist es 22 Uhr und ich habe irgendeine Rechtfertigung, das dieses Drama hier zu beenden. Das ist ja wirklich... Also so schlimm wie heute war es schon lange nicht mehr. No joke. Natürlich machst du das. Die haben Spaß da hinten, ne? Also lasse Überlebende 80 mal schreien, haben wir die Runde auf jeden Fall geschafft, wenn das eine Challenge wäre. Wenn. Tut mir leid, Leute, aber das ist echt... Huiuiui. Dafür ist mein Nervenkostüm diese Woche nicht gemacht. Heieiei. Brudi. Ich weiß nicht, was es war, aber Spaß fühlt sich anders an. Nee, tut mir leid, die letzten beiden Runden waren... Die haben mich gekillt für heute.
Ist ja aber eh schon Schlafenszeit und schon spät, ne? 22:01 jetzt. Das ist ja nicht so wild. Autsch. Wirklich Autsch. Ich guck noch kurz, wo wir euch hinschicken können. Ich schätze mal, es wird mal wieder der gute Mandolot werden, weil aus meiner Bubble ist sonst kein anderer live. Und der Mandolot, der freut sich ja immer, wenn er uns sieht. Oder euch, besser gesagt. Wir schalten nochmal drauf, dass ihr ihn auch seht. Da fährt jemand abgefahren, schnell LKW mit 111 km/h. Das ist nicht erlaubt in Europa. Oh Gott. Alter. Ja. Also wie gesagt, mit denen habt ihr Spaß, definitiv. Der macht wilde Sachen in ETS. Und so ähnlichen Spielen. Ein Raid wurde erstellt. Ja, wo denn? Warum darf ich denn den Raid nicht durchklicken? Der Raid wurde gestartet, aber ich darf ihn nicht... Ich darf ihn nicht ausführen. Hä? Okay, Moment. Noch haben wir nicht geradet? Oh, das zeigt jetzt der Chat nicht mehr an. Spannend. Okay. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, für das vielleicht jetzt raiden war nicht mehr da in meinem OBS-Chat, so wie sonst auch immer. Tut mir leid. Schönen Abend euch, auf Wiederhörnchen, bis zum nächsten Mal. Und vielleicht gibt es auch irgendwann wieder einen LKW-Simulator im Stream. Gab's schon lange nicht mehr. Schauen wir mal. Oh, spannend. Tschüss.